der Eifel und das Anfang April. Traumwetter, ein illustres Starterfeld und zehntausende Motorsportfans. Dies sind die Kredenzien für den ersten Saisonlauf der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring. Auch wenn der Spagat des Wortes Breitensport in Anbetracht der ständig wachsenden Zahl professioneller Teams in der VLN immer größer wird, noch immer steht die Rennserie für ihre wohl weltweit einmalige Mischung von GT und Tourenwagen aller Klassen. Der Stellenwert des Nürburgrings mit seiner berühmt-berüchtigten Nordschleife wird motorsportlich nicht zuletzt durch eben diese VLN und das nach nahezu gleichem Reglement ausgefahrene Saisonhighlight, das 24-Stunden-Rennen, geprägt. So wundert es kaum, dass zum Saisonbeginn große Teams und große Namen in der Eifel am Start stehen. Allen voran zeigte im morgendlichen Zeittraining die BMW-Werksmannschaft Schnitzer, dass sie die Verteidigung des Gewinns des 24-Stunden-Rennens sehr ernst nimmt. Andy Priot, Dirk Müller, Augusto Farfus, Uwe Alsen und Dirk Werner, die Mannschaft rund um Charlie Lamm, war mit der ersten Garde angereist und sicherte sich direkt die Startplätze 1 und 2. Beflügelt vom ersten SLS-Sieg am Ende der 2010er-Saison hatte auch das Team Black Falcon einen der drei Mercedes mit einer äußerst starken Besetzung ausgestattet. Dahinter reihte sich eine ganze Armada an Porsche ein, die nur auf einen Fehler der Spitze zu lauern schien. Doch beim Start gaben sich die Trainingsschnellsten keine Böse. Zwei BMW, gefolgt vom Black Falcon SLS, gehen auf die erste Nordschleifenrunde. Dahinter positioniert sich Oliver Kainz im Wochenspiegel Porsche im Windschatten des Mercedes. Kainz konnte auf der Döttinger Höhe am SLS vorbeigehen und hielt damit die Mantai-Fahnen in der Spitzengruppe hoch. Doch Thomas Jäger eroberte den dritten Rang, passender geht's wohl übrigens kaum, in der Mercedes-Arena zurück und konnte kurze Zeit später den BMW von Andy Priot überholen. Kenneth Heyer, der erste Lauf läuft. Wie liegt ihr momentan im Rennen? Ja, wir sind im Moment Dritter. War eine unheimlich spannende Startphase. Die GT3-Fahrzeuge sind unheimlich eng zusammen. Waren, glaube ich, so 15 Fahrzeuge innerhalb von 10 Sekunden. Und die ersten Runden wurden auch relativ frei gefahren worden. Es waren auch alle so in dem 27er bis 28er Bereich. War natürlich schon sehr, sehr eng. Und deswegen haben wir sehr viel Spaß. Und jetzt warten wir mal ab. Das Rennen ist halt einfach noch sehr lang. Der Jäger hat jetzt an den Jan Seifert übergeben. Und wir warten mal, wie die Dinge so sich entwickeln jetzt. Dirk Werner, erste Standortbestimmung für die Nordschleifensaison 2011. Wie läuft es denn bei euch? Es läuft wirklich gut. Im Moment ist das Auto mit der 42 auf Platz 1 und wir mit der 43 auf Platz 2. Es ist schwierig, von der Standortbestimmung zu sprechen, weil wirklich noch ein paar Hochkaräter fehlen, jetzt beim ersten Rennen. Der Mantai Porsche ist auch gleich relativ früh ausgefallen. Enge Kämpfe bestimmten das Geschehen beim ersten VLN-Lauf auch hinter der Spitzengruppe. Während die GT-Fahrzeuge primär um eine gute Gesamtposition fuhren, ging es in den mit bis zu 30 Fahrzeugen besetzten Klassen um die ersten Punkte für die Meisterschaft. Die Vielfalt an Marken, Klassen und Fahrzeugen ist die Essenz der Langstreckenmeisterschaft. So auch der Ferrari 4-5 Competizione, den der amerikanische Regisseur und Finanzinvestor James Clickenhaus hat entwickeln lassen. Der kämpft jedoch zumindest diesmal noch nicht um die Spitze des Rennens. Nach dem Reigen der Boxenstopps, der das Spitzenfeld kurzzeitig neu sortierte, endete der Auftritt des Kohlefaserrenners von Pininfarina beim ersten Renneinsatz abrupt und mit viel Rauch in der Boxengasse. An der Spitze wechselte derweil abhängig von den Boxenstoppfenstern die Führung. BMW M3 GT gegen Mercedes SLS hieß das Duell. Schnitzer, Mamoru, Black Falcon und Horn, die Gegner. Die sonst auf der Nordschleife so stark vertretenen Porsche konnten oder wollten bei diesem Lauf das Tempo an der Spitze nur schwer mitgehen. Eine Dreiviertelstunde vor Schluss endete für Chris Mamoru und Armin Hane im Mamoru SLS der erste VLN-Lauf vorzeitig. Technischer Defekt. Unmittelbar vor dem Fallen der Zielflagge mussten beide in Front liegenden BMW noch einmal kurz an die Box. Splash and Dash. Nachtanken. Doch die Führung
Der M3 blieb ungefährdet. Somit endete der erste Lauf der VLN 2011 mit einem BMW-Doppelsieg. Dabei konnten sich Augusto Farfus, Jörg Müller und Uwe Alsen mit ihrem BMW M3 vor dem Schwesterfahrzeug mit Jörg Müller, Andy Priot und Dirk Werner durchsetzen. Dahinter kam der Mercedes SLS von Black Falcon mit Kenneth Heyer, Thomas Jäger, Jan Seifert und Jeroen Blekemolen ins Ziel. Thomas Jäger, erstes Saisonrennen erfolgreich abgeschlossen. Wie war es denn aus Fahrersicht hier mit dem Mercedes auf der Strecke? Ja, es war ein tolles Rennen. Gerade am Anfang gab es ja sehr viele Überholmanöver. Es war wirklich spannend, die Startphase zwischendrin. Da sind ja dann leider die Porsche rausgefallen. Auch das Marmoro-Team hatte mit dem SLS leider ein kleines Problem. Die waren in ausrichtsreicher Position vorne dabei. Aber letztendlich einen dritten und einen vierten Platz für unser neues Fahrzeug dieses Jahr. Und ich denke, das ist ein sehr guter Auftakt für das Kundensportprogramm von AMG. Für uns lief es perfekt. Wir hatten 0,0 Probleme. Das Auto war gut aussortiert. Wir haben unseren Job, glaube ich, ganz gut bisher erledigt. Das Auto war wunderschön zum Fahren, auch die Reifen bis zum Schluss, also null Problem. Und das Problem, was heute einfach auf der Strecke war, war die Konkurrenz, die reihenweise ausgefallen ist. Schade, aber zumindest in der Anfangsphase hatten wir ein tolles Rennen.